Hans Meyer ist ja heute da, oder nicht? Er erinnert mich immer wieder daran, wie wichtig es ist, dass eine Rede einen roten Faden hat. So, Leon, for you. I guess my English is as good as your German, so I will switch from time to time. It'll be well structured, you know, you're in Germany now, so everything has to be structured. So first part will be about the way Bayer Leverkusen scouted you. Second part will be about your first steps in Germany and in the Bundesliga. Then it will be about your last season. We've seen some quite good parts in the season. And the last thing will be about your mindset, about your character and perhaps a little forecast. Das war nicht lustig, braucht gar keiner zu lachen. So, also wie hat Bayer Leverkusen Leon Bailey gescoutet? Der Bayer Leverkusen-Tisch da vorne reckt schon fleißig die Köpfe. Leon Bailey hat in der Vorsaison bei KRC Genk gespielt, das nur noch mal als Info für alle damaligen Scouts von Hamburg und Wolfsburg. Das Niveau der belgischen Fußballliga ist mit dem Begriff athletisch, glaube ich, sehr gut zu beschreiben. Während also 21 Spieler im trostlosen Genk zumeist mit dem Knöchel den Ball Richtung Tribüne beförderten, hat Leon Bailey des Öfteren mal 10 Mann aussteigen lassen, um den Ball dann mit dem Vollspann in den Winkel zu schießen. Diese klitzekleinsten Leistungsunterschiede und diese Nuancen konnte Jonas Bold, der Manager von Bayer Leverkusen, aufgrund seiner an Übernatürlichkeit grenzenden seismografischen Fähigkeiten ausfindig machen. So for you, Leon, I've watched some games, so most of your teammates played really big bullshit, so Jonas should not celebrate himself so much for having scouted you. Moment, würde ein aufgeregter Christoph Biermann entgegenwerfen. Moment, es geht ja gar nicht um Scouten, es geht ja um das Rekrutieren, um das Entscheiden für einen Spieler. Und da muss man dann bei Leverkusen und Jonas Bold insbesondere sagen, ja, da waren sie sehr schnell, hat sich schon zur Winterpause für den Spieler entschieden, musste dann nur noch Leon und seine engsten Vertrauten für sich gewinnen. Bei Leon war das relativ einfach, hat bei Leverkusen einfach bessere Mitspieler. Beim Stiefvater das ganz klassisch über Cash gelöst. Und seinem Halbbruder Kai konnte er damit überzeugen, dass Genk sehr hässlich ist und Leverkusen zumindest in der Nähe von Köln liegt. So, now something about your first steps in Germany and in the Bundesliga, Leon. So, your first coach in Bayer Leverkusen in Germany was Roger Schmidt. Next time you should be informed a little bit better, perhaps. So, I think Roger Schmidt as a leader, or with Roger Schmidt as a leader, we wouldn't have lost the Second World War, and I could give my speech in German. But as a football coach for you, perhaps he was not the perfect guy. Ist nicht anwesend, oder? So, dritter Punkt. Wir haben ja gerade schon so 2, 3 Ansätze gesehen aus der letzten Saison, die relativ ordentlich waren. Vielleicht ein bisschen zu seinem Spielstil noch was für die Leute, die ihn nicht so gut kennen. Also Leon ist schnell, kann 1-gegen-1 Situationen lösen und hat einen sehr guten Torabschluss. Damit hatte er im Vergleich zu allen U-Nationalspielern Deutschlands von der U21 runter bis zur U3 eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Genau genommen sind sogar 3 Alleinstellungsmerkmale, traurigerweise. Wie wir gerade schon gesehen haben, Leon ist ein Spieler, wegen dem man ins Stadion kommt. Er begeistert seine eigenen Fans, strahlt aber auch so viel Spielfreude aus, dass er sogar gegnerische Fans begeistern kann. Er ist damit sowas wie das Gegenteil von André Schürrle für mich. So, last point in English again. I tried last year the same thing to get now a little bit more serious, but I don't think it's working, so. It should be something about your mindset, about your character, and perhaps a little forecast. So most of the people, I guess, just see your talent and your happiness on the pitch.
And you know much better than me or than us that you have had to go a pretty long way and a really tough way to be here. And I played with some talented guys like Toni Kroos, perhaps Eren Derdjok if you know him. And I guess all these players have that high or that much abilities so that they can decide themselves how good they want to be. And I'm looking forward to see how good you want to be and where your way ends. So congratulations, Leon Bailey, newcomer der Saison.